So, nach einem unglaublich guten Women's Championship Match geht, kommt man jetzt zum nächsten Championship Match, und zwar dem European Championship Match zwischen Hideo Itami und Tyson Kidd. Hi. Wieder natürlich dabei, Raw und SmackDown. Kubo muss sich natürlich wieder vorher ankündigen. Ja. Alte Aufmerksamkeitshure hier. Echt Jo. so. Ja. Schlimm, Aber schlimm, schlimm. gilt der ganzen Aufmerksamkeit Hideo Itami und Tyson Kidd. Genau. European Genau. Championship Match. Wie ist es denn dazu gekommen, Bernie? Ja, zu diesem Starte Match schon ist mal. Leitung gekommen. Jo. Da ist das letzte, es gab ja, wie schon vorher erwähnt, beim Match zwischen Christian und Apollo Crews gab es ja unser European Title Tournament, Tag Team Title Tournament. Also, ihr habt es gesehen, also es gab Tag Team Turnier, wo Itami ins Finale kam und dort gegen Crews Titel gewonnen hat. Dieses Match war aber nicht ganz fair geführt von Herrn Itami, da er meinte, sich auf ja, unfaire Mittel oder auf Cheap Tricks zurückzugreifen, nämlich sowas wie der IPOC und dann drauf von der GTS, der dann den Sieg gebracht hat. Die Woche drauf hat er aber gemeint, dass er ein starker, fairer Kämpfer ist und sich den Titel fair erobert hat. Und dies hat dann eine andere Person auf dem Plan gerufen, nämlich den Number One Herausforderer dieses hier Monat, nämlich den guten Tyson Kidd. Der Kidd ja, der wie bekanntlich letzte Absolvent des Hard Dungeons ist und der Hard Dungeon auch für Leute steht, die fair kämpfen, viel auf Technik setzen, auch als faire und duale Kämpfer sind, hatte sich von Itami als seiner Kämpferseele betrogen gefühlt. Und über das Monat hinweg hat Kidd gezeigt, dass er genau weiß, auf was sich hier einlässt, hat auch in seinem Match gegen Rusev dominiert und überzeugen können, er Titelshot hier verdient. Genau. Hideo Itami hat ja so ein bisschen, nennen wir es mal, die Hilfe unter dem Monat jetzt von Rusev bekommen, der ja der Tag Team Partner im Turnier von Tyson Kidd war. Und Tyson Kidd hat ja die Hilfe von einem anderen Hard Dungeon Mitglied bekommen, und zwar Edge. Und ja, wenn man jetzt alle Matches so ein bisschen zusammenzählt, die Kidd und Edge und Itami und Rusev in den verschiedensten Konstellationen bestritten haben, steht es momentan 3 zu 1 für Tyson Kidd. Also Kidd und Edge haben den Monat im Gegensatz zu Itami und Rusev sehr dominiert. Und mal schauen, ob Frage. Tyson Kidd das jetzt auch beim Pay-Per-View so Ja. zeigen kann. Genau. Und die Frage ist natürlich auch, Hideo Itami hat ganz genau vorher bestimmt gesehen, was Apollo Crews gegen Christian gezeigt hat. Gleiche Frage geht natürlich auch wie bei Crews damals, aber nicht vielleicht mit dem Kopf bei Itami schon ist. Ist Itami vielleicht nicht schon mit dem Kopf bei Crews, der sicherlich noch sehr sauer ist nach dem Finish bei Extreme Rules? Von daher. Glaube ich hier nicht, dass ich glaube jedenfalls, dass Itami voll im Match drin ist, da er weiß, es geht hier um seinen Titel und da er im letzten Monat dem Kidd schon einiges zugesetzt hat und er gesehen hat, zum Beispiel gegen Rusev, dass Kidd nicht zu unterschätzen ist. Ja, ich meine, wer hätte von uns damit gerechnet, dass Tyson Kidd Rusev so dominieren kann in der ersten SmackDown-Woche? Das war ja unglaublich, wie es ja Rusev im Griff hatte. Wenn man denkt, was Rusev im letzten Jahr bei uns hier alles so gezeigt hat. Auf jeden Fall. Rusev war ja auch damals, ich European glaube sogar Champion. erster Ja, European Champion erster damals, ne? European Champion und, nee, zweifacher war er nicht, ne? Aber erster zumindest. Oder Ja, war er sogar erster war. zweifacher? Ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht. Es ist jetzt egal, denn wir schauen jetzt auf den heutigen European Champion und das Titelmatch. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, weil Ne, die Seamus beiden. war zweifacher, glaube ich. Ja, Ja, glaube Seamus. schon. Ja. Denn die beiden sind ja jetzt noch nie direkt aufeinander getroffen, aber wie schon gesagt, Tyson Kidd dann in den Wochenshows ein bisschen voraus. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass Hideo Itami nicht ein unglaublich guter Wrestler ist. Und Boah, da kommt schon die was für Kickabschläge von Itami, Alter. Itami tötet Ach. Kid hier schon gefühlt. Ja. Oh, hier wieder diese Nein, krachenden genau. Kicks. Beruhig dich, Itami, beruhig Lass ihn, dich, das ist oh, aber gut. Kid Jetzt kann man natürlich den Trip auch. abfangen. Tyson Kidd hier Tyson lasse. Kid natürlich auch technisch sehr begeistert. Also von der technischen Seite wird das hier. Jo. Eure Tipps. Nochmal, Ich ich gehe hier.
Ich sag, Tyson Kidd macht den Upset und wird neuer European. Ja, ich gehe auch mit Kidd, muss ich so sagen. Ich gehe hier mit Itami, mit unserem Champ. Champion. Er ist über 100. Vielleicht nicht so stark dargestellt hat, aber jetzt glaube ich, wird er zeigen, was er drauf hat. Muss ja auch sagen, unter dem Monat hat jetzt Tyson Kidd ja auch viel Hilfe von Edge gehabt und Edge ist ja jetzt auch nicht irgendwer. Hall of Famer, zigfacher World Champion. Elffacher, ja. Ja, hat in dem Tag Team Match zwischen den beiden die Entscheidung geholt, indem er Rusev kauen konnte. Cross Arm Breaker! Okay. Yo. Mitten im Ring hier. Aber aufgebrochen. Oh, kam noch. Ja, ich sag einfach: The same procedure as every match. In die Seele. Kenta macht das Ding. Da gehe ich auch mit. Ich sag das total. Hideo! Hideo! Was meine. Und bisher bist du mit deinen Indie-Tipps doch ganz gut gelaufen, ne? Jo. Ja. Oh, schöner German Suplex, ja. Hier, Tyson, ich will mir meinen Tipps setzen. Tyson Kidd auch in den Farben der Hard Foundation. Ja, oh, gibt's hier einen German Suplex? Nee, Russian den Next Week. Hard Dungeon repräsentierend hier quasi. Jo. Denn, ja, wie Bernd schon erzählt hat, Tyson Kidd, er nahm das ein bisschen als Beleidigung auf, dass nach Extreme Rules Itami noch gesagt hat, ja, er mit den Weisheiten, mit den Symbolen der Samurai gekämpft, mit Ehre, mit Fairness und allem, nach dem, was wir da gesehen haben, war das ja nicht wirklich der Fall bei Extreme Rules. Nein. Oh, das hat Tyson Kidd eben nach seinen Hard Dungeon Jahren auf den Plan hier gerufen. Ja, und deswegen ist Hard auch die Farm gehabt. Ein bisschen solidarisch natürlich doch zu seinem Tag Team Partner Cesaro mit dem Schweizer Kreuz da in der kanadischen Flagge oder in dem kanadischen Blatt. Tyson Kidd ist ja auch deutlich besser im Match gerade drin. Jo. Ja, gab am Anfang die starken Kicks und Schläge, aber dann... Bin mal gespannt, ob er seinen... Oh, ja, schöner Zeit. Könnte sich in der Luft, noch drehen, sodass er auch landet hier. Ja. Ich bin mal gespannt, ob er seinen... Wie hat er ihn genannt? Dungeon Lock bringt? Den Hardlock, oder? Quasi. Ja, aber er hat ihn mal anders genannt. Dungeon Lock. Schau mal nach. Also hier im Spiel heißt der Hardlock. Okay. Früher bin ich da mal, wo er ihn gebracht hat, hat er ihn Dungeon Lock oder so genannt. Ich schau noch mal kurz nach. Beide draußen, Tyson Kidd musste hier gegen die Ringtreppe. Und die Ultami. Oh, aber schön. Payback! Payback is a bitch. Passt ja hier auch wieder so ein bisschen Payback, nachdem sich Tyson Kidd quasi von Tamis Aussagen gekränkt gefühlt hat. Wie sie beide im Ring rennen. Keiner will Countout. Oh nein, 5-Count. Oh, schnell zurückkommen. Ja. Oh, auch Itami nicht, obwohl sein kleiner Sinneswandel wohl ein bisschen stattgefunden hatte, will er keinen Countout-Sieg. Ja. Ah, Tyson Kidd hat der, seine Nummer. Schöner Konter von Itami. Ja, mitten in der Luft. Dungeon Lock. Dungeon Lock, ne? Ja, okay. Ja, Dungeon Lock. Und der Headlock hier am Boden. Headlock. Auch kleiner Anspieler, den Hard Dungeon. Ja. Mhm. Ja. Aber wir wissen ja, aber ich glaube schon, dass der sich heute den Titel holt. Fact! Ja. Er kann ihn auch einfach ganz normal Hard Dungeon Lock nennen. Hard Dungeon Lock. Aber Itami kann ja Kidd lange am Boden halten. Ja, und er lässt ihn ja gar nicht raus. Aber Kidd steht sofort auf und schnappt sich Itami. No selling. Okay, Jason Jordan confirmed. Jason Jordan sieht durch dieses Match. Neue Stable confirmed. The No Sellers. Oh, schön von Hideo Itami ausgewichen hier. Es ist doch, Leute, das ist doch ganz offensichtlich. Jason Jordan ist gestorben und sein Geist ist immer noch im Ring. Ja. Er übernimmt immer einen anderen. Ja, ich hab Double Footstomp. Er hat heute schon zweimal die Entscheidung gebracht, Double Footstomp. Und wer ihn tauntet, steh doch auf. Tut er jetzt auch. Tut er auch. Er kontert dich aus, Hideo. Ja. Ah, da kommt die Cockiness, die neu gewonnene Cockiness von Hideo Itami. Ja. Kommt zu Cover. Und covered. Weil früher ein Kenta hätte sowas nicht gemacht. Der wäre dran geblieben. Ja. Aber mit dem Wechsel hier zu uns kam auch der Sinneswandel, so nach dem Motto, ja, ich muss mal was anderes probieren. Hier muss ich andere Seiten aufziehen, um mich hier durchsetzen zu können. Gibt's er hat einen Titel. War im ersten Modus sehr erfolgreich durch den Titel. Wenn das aber so weitergeht, hat er diesen Titel nicht mehr lange. Ja. Hideo Itami bisher ja noch unbesiegt, in dem Tag Team Match wurde Rusev gecovert. Itami bisher quasi noch unbesiegt. Edge hat ja besiegt. Oh, schön. Ich hab's den Schlag gegen Kidd. Kidd fliegt von Apron 80 Meter auf die Rampe. Ja. Und Chinbreaker. Oh, Krachen. Schöne Schlagkombination hier. Schöne zwei Elbows. Schön. Itami wieder in den Ring. Wieder ein Elbow, ja. Und Itami rollt sich in den Ring.
Clevererweise natürlich, aber steht wieder. Wird aber direkt abgefangen. Tyson Kidd hat. Oh, schöner Neckbreaker. War das nicht dieser Neckbreaker, mit dem er den Sieg gegen Rusev geholt hat? Oder war das. Nee, das war ein anderer, glaube ich. Da hat er das Bein noch so eingehakt. Ja, genau, das war sein Finishing Movement. Genau, da hat er den Bein noch, doch, das Bein noch eingehakt. Er bereitet diesen Finisher genau vor. Wow. Ich glaube, das war der Fisherman Neckbreaker sogar oder so. So irgendwie, ja. Kann man so nennen. Ich glaube, in zwei bisschen anders, aber so vom Move her ist das ein Fisherman Neckbreaker. Irish Whip in die Ecke. Also, Tyson Kidd schlägt sich hier richtig gut in diesem Monat allgemein. Und er sagt, komm rein, los, ich bin da. Und er sagt, komm in den Ring und hau den gleich wieder weg. Verpasst Itami gleich ein. Oh, aber jetzt kommt er von Hideo Itami. Er ist nicht umsonst. Aber Champion, wieder gekontert. Ja, Kid ist on fire. Kann man auf jeden Fall sagen. Okay, und Itami wird hier gesquasht. Ja. Was ein Suplex. Nein, Itami kann sich wieder befreien. Vielleicht sollte Kid keinen Suplex mehr ansetzen. Ja. Schöner Takedown, wieder der Headlock. Den Headlock. Ja, vielleicht nimmt er ihn die Luft raus. Ja, so ein bisschen die Geschwindigkeit aus dem Match nehmen, aber Kid kommt auf die Beine. Jetzt kommt er schnell raus. Letztes Mal hat Itami noch aufgebrochen, aber diesmal kommt er schnell raus. Mhm. Oh, im Schlag Itami abgefangen? Itami bleibt dran. Ja. Oh, da kommt dieser Schlag. Ja, dieses Sasha Banks Gedächtnisschlag. Ja, und auch so ein Move hätte ein Hideo Itami vor 4 Wochen noch nicht gebracht. Ja. Wow. Hätte das fast gereicht. Hätte der Headlock die Luft so sehr genommen. Ich meine, er hat einen Double Footstorm auch abgekriegt. Also ja. Ein krachender Double Footstorm. Ja. Itami jetzt am Drücken, aber Kid hat wieder Bock. Ja, Northern Lights. Northern Lights. In Bridge. Die Bridge. Cover hinterher. Two. Wow. 2,5. Ja. Kommt noch raus. Aber Kid macht sofort weiter. Hat er gerade erst bereit. Oh, schöner Neckbreaker. Und wieder hängt da Itami an den Seilen fest. Schon fast ein Hangman's Neckbreaker. Ja. Elbow hinterher. Oh, Drop. Ja, also Kid hat das größtenteils so gut im Griff, das Match. Also er hat mich ja schon gegen Rusev überrascht, dass das so gut ging. Und auch hier gegen Itami hätte ich Itami einen besseren Matchverlauf erwartet. Oder zumindest, dass es nicht so eindeutig gerade ist. Ja, aber ich meine, gut, Itami hat auch gegen Cruz ganz schön drauf bekommen und hat am Ende gewonnen. Das wir haben alle gedacht, Cruz holt sich den European Title. Das Problem ist aber auch, bei Cruz war es False Count Anywhere. Ja. Er hat außerhalb des Rings 1-2 starke Moves gezeigt, dann gab es den Suplex und jetzt den German Suplex. Ui, schön. Ich glaube, mit Suplexen sollte Tyson Kidd nicht mehr arbeiten. Da hatte ich Deo Itami gute Kontras parat. Und jetzt Itami Strike Combination hier. Oh. Und jetzt gibt's die krachenden Kicks. Kidd wankt schon. Noch ein Kick. Und jetzt gibt's den dritten Spinning Kick. Oh. Und Cover direkt hinterher. One, two. Nein, schneller kommt raus. Aber jetzt muss Kid aufpassen. Falls jetzt noch der GTS kommt, dann wird das ganz eng für Tyson. Oder der Shotgun Kick. Ja. Was bringt Itami? Speaking about GTS. 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 Go to sleep. In der Ringmitte. One, two. One, three. Ja. Okay. GTS, wie gegen Apollo Crews. Wie gegen Crews. Alles wiederholt sich. Gegen Apollo Crews. Er kassiert das ganze Match, zeigt 2 Moves drin. In Crews war es der I-Rake und der GTS. Hier ist es die Itami Strike Combination und der GTS. Und Tyson Kidd ist völlig ausgenockt. Und was ein GTS. Ja. Wirklich. Also, das ist irgendwie immer derselbe Matchplan bei Hideo Itami. Lass den Gegner sich in Sicherheit wiegen, lass ihn denken, er hat das Match in der Tasche und dann, wenn er einmal nicht aufpasst, zuschlagen und sich den Sieg. Das ist wahrscheinlich. Ich freue mich auf den Replay, der GTS war krachend. Ja. Quasi, dass er wirklich hier die ganze Zeit extra kassiert von Tyson Kidd, dass Tyson Kidd sich da ein bisschen zu viel verausgabt und dass dann Itami einfach auf diese Chance wartet, einfach seinen krassen, brutalen Nation. Ja, GTS rauszuholen und der GTS ist einfach zu krass, der beendet es dann. Diese Kicks, die sind tödlich. Oh, ja. Vor allem unglaublich. Dieser hier. Wirklich, mein Respekt an Hideo Itami, also wirklich, nach so einem Match dann trotzdem noch zu gewinnen. Sein Sinneswandel ist vielleicht ein wenig, obwohl er sich da noch ärgert nach dem Kampf, sein Sinneswandel ist vielleicht nicht, ist gewöhnungsbedürftig, aber Respekt muss man ihn abverlangen. Ja. Schaut euch diesen GTS schon sagen, Damen und Herren, voll ins Gesicht. Ja. Aber diesmal gab es nicht wie gegen Apollo Crews diesen Sprung über den Kopf, wo es dann noch diesen hämischen Tritt mit der Hacke gab. Ja, den das stimmt. Das man nicht gezeigt. Und auch nicht den I-Rake, aber dafür gab es einen Schlag ins Gesicht. Ja. Aber wahrscheinlich hat sich Itami so ein bisschen gekränkt. Und hier, gefühlt. Aber guck mal, also nach einmal so, dass Tyson Kidd seine Ehre angegriffen hat. Und Itami hat sich gesagt: Gut,
dann beende ich das eben fair, wenn du es willst. Ich zeig dir einfach, dass ich da besser bin. Schau dir das mal an. Das kennen wir irgendwoher. Ich bin der Champ. Ja. Ja, kommt an. Der nächste, ja. Das war die Kampfansage an Apollo Crews. Genau. Ja. Und man sieht auch ein Muster. Indie wins. Indie wins. Prince David, Finn Balor, dann die Guns, Tommy Motherfucking End. Tommy Motherfucking End. Und jetzt auch Kenta Hideo Itami, Indie wins. Becky Lynch, aka Andere Frage, was passiert dann im Main Event bei Rollins gegen Owens? Double Countout. Double Cover? Die covern sich gegen Kevin Owens. Also bei Extreme Rules geschafft, beide zu covern. Nachdem ich das Match dann nochmal gesehen hatte von Extreme Rules, bin ich eh der Meinung, das Match hätte wiederholt werden müssen, weil das war kein... Rollins hat Booker T gecovert und Owens hat Rollins gecovert. Mhm. Absolutes Unentschieden. Ist leider zu spät. Booker T ist nicht mehr Teil. Aber ich bin da ganz klar bei den Zuschauern. Ganz klares Unentschieden, nachdem ich die Bilder nochmal gesehen habe. Also ist aber egal. Leider zu spät. Leider zu spät. Booker T ist wahrscheinlich schon bei TNA. Vermutlich. Booker T ist bei TNA und ja. Den will kein Mensch haben. Hideo Itami, congrats. Ja. Und seid gespannt, was gleich im Co-Main Event passiert. Auf jeden Fall. Mal schauen. Eddie wird ja raus sein, wie es aussieht. Mal schauen, ob Daniel Bryan freien Abend hat. Also wir warten auf Eddie und schauen, was passiert. Ja. Ja. Von daher. Bis dann bis zum nächsten Match dann. Arrivederci. Ja. Ciao.